Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, es ist Montagmorgen und wir stehen hier am Bollenfalltor wieder beim Auslaufen des SV Darmstadt 98. Wenige Stunden nach dem ersten Saisonspiel am Sonntagnachmittag in einer wahren Hitzeschlacht. Gestern Nachmittag am Sonntag gegen den SC Paderborn. Der SV 98 hat das erste Spiel gewonnen. 1:0 gegen den SC Paderborn. Torschütze Serdar Dursun in seinem ersten Pflichtspiel für den SV 98. Hat davor gerade mal 4 oder 5 Trainingseinheiten mitgemacht. War selber ein bisschen überrascht, dass er in der Startformation stand. Hat dann aber mit einem, man nennt das wohl doppelten Übersteiger, den Paderborner Torwart Zingerle, überwunden, überlegt, eingeschoben. Klasse Tor, 1:0. Das war das einzige Tor gestern. Bringt 3 Punkte. Optimaler Start. Ja, Trainer Dirk Schuster hat gesagt, es war eine Bauchentscheidung, dass Serdar Dursun gespielt hat. Viele hatten auch eher Terence Boyd erwartet, allein wegen der Vorbereitung, aber es war dann doch Dursun. Und nicht nur durch den Treffer hat er das durchaus gerechtfertigt. Er war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von dem Mann, der aus Kräuter Fürth gekommen ist. Und viele hat er auch so ein bisschen an Sandro Wagner erinnert, von seiner Wuchtigkeit, von seiner Möglichkeit, Bälle anzunehmen, weiterzuverteilen. Das ist auch so ein bisschen sein Job. Klingt alles so ein bisschen wie das Profil, was Sandro Wagner in der Saison 2015-16 hier hatte. Aber Vergleiche sind da jetzt noch ein bisschen weit hergeholt. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt. Und durch sein Tor hat er natürlich alle Kritiker zum Verstummen gebracht. Warum war nicht Terence Boyd auf dem Platz, sondern er? Jetzt weiß es jeder. Trainer Dirk Schuster hat übrigens auch nochmal gesagt, Übersteiger sieht er normal wahrscheinlich nicht so gerne. Aber er hat gemeint, er war halt drin, deswegen sagt er nichts. Und Serdar Dursun hat sich selbst als typischen Straßenfußballer bezeichnet gestern bei uns. Und ja, da macht er halt solche Tricks und er kann auch ein paar andere. Er weiß aber, die Trainer sehen das normalerweise oder oft nicht so gerne. Diesmal ging es gut, schwamm drüber, alles gut. Guter Auftakt nicht nur von Serdar Dursun, auch Daniel Heuer-Fernandes gestern, Elfmeter. Ja, verschuldet will ich nicht sagen, war wahrscheinlich eher Aytac Zulu vorher beteiligt, der den Ball da unterschätzt hatte. Aber den Elfmeter rausgefischt und das noch vor der Südtribüne. Da war die Stimmung natürlich riesig groß und trotz der Hitze war hier sowieso fantastische Stimmung gestern. 3 Punkte gegen Paderborn. Jetzt am Freitag geht es schon weiter gegen den FC St. Pauli in St. Pauli. Liegen gerade mal 5 Tage zwischen den 2 Spielen, da muss man das Training durchaus ein bisschen dosieren. Und auch die Temperaturen spielen natürlich auch eine Rolle. St. Pauli hat gewonnen, 2:1 in Magdeburg. Den ersten Spieltag treffen also 2 Sieger aufeinander am Freitag um 20.30 Uhr am Millerntor. Wird bestimmt auch wieder super. Allerdings hat uns Kapitän Aytac Zulu gestern nochmal daran erinnert, dass die letzten 2 Auswärtsspiele in St. Pauli fantastisch gelaufen sind für die 98er. Jeweils 1:0 gewonnen. 2014-15 war es Fabian Holland und jetzt im Januar Jovin Jones damals in seinem ersten Spiel für den SV 98 das Tor gemacht. War alles gut und wie gesagt, auch da geht man natürlich nicht chancenlos nach St. Pauli und nach so einem Sieg mit so einer Euphorie natürlich erst recht. Euphorie ein bisschen runter, auch letztes Jahr hat man das erste Spiel gewonnen gegen Kräuter Fürth, 1:0 damals. Ja, wie es danach weiterging, man weiß es, aber wie gesagt, natürlich sind 3 Punkte stark zum Auftakt. Es beruhigt so ein bisschen, man weiß so ein bisschen, wo man steht und in St. Pauli nicht verlieren und dann sieht alles eigentlich ganz gut aus. Danach kommt das Pokalspiel in Magdeburg. Wie gesagt, diese Woche ist jetzt erstmal so ein bisschen dosiertes Training, sage ich mal. Wie gesagt, weil am Freitag es schon weitergeht in St. Pauli. Ja, wer noch Lust hat, kann wahrscheinlich noch hinfahren. Ist alles cool da oben. Und Freitagabend, Millerntor, St. Pauli, immer schön. Ja, verabschieden uns erstmal wieder von euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall die Woche noch. Oder spätestens Freitag in St. Pauli. Macht's gut. Tschüss.